Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahn Union zu einer weiteren Produktvorstellung. Und heute, ihr könnt es sehen, wird es ziemlich klein. Denn wir kümmern uns heute um eine Kleinlokomotive, eine kleine Köf der Deutschen Bundesbahn von der Firma Rocco. Den Aufbau des Videos, ihr kennt ihn, gleich was zum großen Vorbild, dann folgt natürlich das kleine süße Modell hier vor mir. Dann gehen wir in die freie Wildbahn, hören uns die Soundaufnahmen an und schauen uns natürlich auch die Fahreigenschaften der kleinen Lok an. Und zum Schluss gibt's dann natürlich wieder mein allseits bekanntes Schlusswort. Los geht es mit dem großen Vorbild. Jeder kennt sie, jeder hat sie mindestens schon einmal gesehen, und zwar diese kleine Lokomotive hier vor mir mit dem Spitznamen Köf. Jetzt kommt natürlich direkt die Frage, was bedeutet Köf? Köf steht im Prinzip für Kleinlok mit Öl-Diesel-Motor und Flüssigkeitsgetriebe. Das ist so die Abkürzung dafür. Die Lok ist eine Weiterentwicklung der Kleinloks, die damals produziert wurden, und ist letztendlich das finale Bild von Kleinloks, die zum Einsatz kommen hier bei uns in Deutschland. Die Geschichte, die dahinter steckt, versuche ich jetzt ein wenig zu erklären. Und zwar gibt es, um direkt das Ganze erst einmal aufzudröseln, drei Leistungsgruppen. Es gibt einmal die Leistungsgruppe 1, die Leistungsgruppe 2 und dann schlussendlich die Leistungsgruppe 3, die wir jetzt hier haben. Diese Leistungsgruppen unterscheiden sich an der Leistung der Lok und deren Einsatzgebieten. Man kann sich vorstellen, ein großer Rangierbahnhof braucht natürlich starke Lokomotiven, weil relativ viel immer umgesetzt werden muss, und ein relativ kleiner Bahnhof muss halt nur ab und zu mal einen Wagen umsetzen. Dementsprechend gab es damals halt diese Leistungsgruppen. Die Deutsche Reichsbahn hat damals die Leistungsgruppen 1 und 2 ins Leben gerufen, wobei man sagen muss, bei der Leistungsgruppe 1, also sprich Köf 1, waren es Maschinen mit 39 PS, also 28,7 Kilowatt. Und bei der Leistungsgruppe 2, also Köf 2, war es dann schon eine Steigerung auf 149 PS und 110 kW. Und dann hat man sich gedacht, da ist jetzt noch eine große Lücke zwischen diesen zwei Leistungsgruppen und dann der nächsthöheren Kategorie, nämlich der V60, unser Dreibein. Und da kam dann sozusagen die Köf 3 mit der Leistungsgruppe 3, und zwar von der Firma Gemeinder. Die hat diese wunderschöne Lok nämlich dann entwickelt, und das Ganze ging dann damals schon über die Deutsche Bundesbahn Ende der 1950er Jahre. Die Leistungsgruppe 3 hat jetzt final 250 PS und 184 kW und läuft unter Bezeichnung Köf 10 und 11. Für die Serienloks mit der Bezeichnung Köf 2 und beziehungsweise Köf 3 entschied man sich für einen ganz besonderen Motor, nämlich den Motor RHS 518A der Motorenwerke Mannheim mit einer Nennleistung von 177 kW, das ist umgerechnet ca. 240 PS, und das hydraulische Wendegetriebe L213U von Voith. Hinter dem Wendegetriebe erfolgte die Kraftübertragung auf die Räder mit Hilfe von Rollenketten. Allerdings hat man damals schon festgestellt, dass das auf Dauer nicht so zukunftssicher war, weil diese Rollenketten des Öfteren gerissen sind. Die 317 Loks dieser Ausführung erhielten bei der Umstellung auf ein computergerechtes Nummernsystem, was damals ja alle Loks durchlaufen haben, 1968 die Bezeichnung Baureihe 332, und die drei Prototypenmaschinen der Baureihe Köf 10 erhielten die Bezeichnung Baureihe 331. 1965 hatte Gemeinder, also sprich der Hersteller der Lok, eine Weiterentwicklung der Köf 2 vorgestellt. Und zwar kam da die Kraftübertragung nicht über die Rollenketten, weil man ja festgestellt hat, dass es nicht so zukunftssicher ist, sondern über Gelenkwellen und zusätzliche Achsgetriebe. Das war wesentlich betriebssicherer. Von dieser zunächst als Köf 12 bezeichnete Ausführung kaufte die Deutsche Bundesbahn ab 1968 sage und schreibe 251 Fahrzeuge und gab ihnen die Baureihenbezeichnung 333. Nun gab es natürlich auch den fortschreitenden Werdegang der Technik, und so hat man sich dann auch schon damals dazu entschieden, Personal einzusparen. Und das hatte man dann natürlich auch im Betrieb mit der kleinen Köf hier vor. Denn für den Betrieb hat man damals immer zwei Leute gebracht. Einmal den Lokbediener und einmal
den Rangierer, der dann mit Funkgeräten mit dem Lokführer verbunden ist und dann die Wagen abkuppelt, ankuppelt, vorne die Spitze besetzt, wenn eine Rangiergruppe gedrückt wird und so weiter. Und dann hat man sich damals gedacht, da muss was Besseres her, da muss was Einfacheres her, sodass man sich zum Beispiel halt einen Mann sparen kann. Und so kam damals die Baureihe 335 ins Leben. Und zwar wurde diese Maschine bzw. diese Baureihe aus Maschinen der Baureihe 333 entwickelt. Baureihe 333 ist ja im Prinzip die finale Entwicklung der KÖV. Und da hat man dann ab 1984 mit Funkfernsteuerungen herumexperimentiert und 1988 begann der serienmäßige Umbau von Loks der Baureihe 333 in Funkfernsteuerloks. Und diese bekamen dann die neue Baureihenbezeichnung 335. Äußerlich kann man das sehr gut dran erkennen und zwar, wir nehmen das jetzt hier mal als exemplarisches Modell, denn das hier ist ja auch eine Lok der Baureihe 333. Die umgebauten 335er hatten hier an der Seite noch einen kleinen Scheinwerfer bzw. eine kleine Leuchte, einmal hier und einmal auf der anderen Seite, an der der Lokrangierführer dann sozusagen den Zustand des Funkbetriebs erkennen konnte. Und hier hinten gab es einen kleinen Aufbaukasten, den man draufgesetzt hatte, wo drin sich im Prinzip die gesamte Computersteuerung befand. Das waren äußerlich die markantesten Merkmale der Baureihe 335. So, und jetzt war natürlich die Frage im Raume, was machen wir mit den ganzen anderen Loks der Baureihen 331 und 332? Da muss ich leider sagen, hat man sich zu entschieden, diese Loks nicht umzubauen. Das heißt, die 331 waren ja eh nur Prototypen, die sind relativ schnell weggefallen und die Loks der Baureihe 332, da entschied man sich, diese Maschinen nicht umzubauen auf Funk. Sie haben auch keine Weiterentwicklung bekommen, was natürlich dann zur Folge hatte, dass diese dann in den 1990er Jahren verstärkt ausgemustert, verschrottet oder teilweise auch zu privaten verkauft wurden. Mittlerweile bei der Deutschen Bahn AG sind nur noch Loks der Reihe 333 oder 335 im Einsatz. Eine Besonderheit gibt es natürlich auch noch, und zwar einmal gibt es diese kleine Lok mit einer ganz normalen Ausstattung, sprich einer Schraubenkupplung, die vorne und hinten jeweils dann dafür sorgt, dass man halt einen Wagen ankuppeln kann. Und dann gibt es natürlich auch da noch eine Weiterentwicklung, nämlich eine Rangierkupplung. Das ist im Prinzip eine Kupplung mit einem langen gelben Arm, die vollkommen automatisch Waggons an- und abkuppeln kann und auch automatisch rauf und runter gefahren werden kann. Einmal direkt in der Lok und auch einmal bei der 335 über die Funkfernsteuerung ist sie heb- und senkbar. Wie gesagt, das erst einmal kurz und knackig zum Vorbild, jetzt zum wirklich kleinen Modell in 1:87. So, dann geht es los, also jetzt mit dem kleinen süßen Modell. Erst einmal vorweg, wir haben hier das Gleichstrommodell mit Sound, mit der Artikelnummer 72016. Diese Lok gibt es leider nur noch in der Wechselstromvariante mit der Artikelnummer 78016. In Gleichstromanalog gibt es diese Lok leider nicht. Aber ich glaube mal, das ist auch kein Problem, denn ich finde, Rocco hat hier wieder sehr schöne Arbeit geleistet. Wir kennen das Problem ja bei kleinen Loks, dass da die ganze Technik rein immer muss und die muss auch Platz dafür finden. Und da war in der Vergangenheit immer das Problem, wohin damit? In den Führerstand, dann war der Führerstand voll mit Decoder und so weiter. Dann war das Problem mit Lautsprecher und wenn man dann das Komplettpaket haben möchte mit Energiespeicher, da hat man so seine Probleme gehabt. Und da muss ich sagen, ist einmal die Technik natürlich weitergesprungen und natürlich auch Rocco hat hier wieder hervorragende Arbeit geleistet. Die Lok hat Sound. Sie hat Licht vorne und hinten, Schluss wie Spitze. Sie hat Sound. Sie hat einen Energiespeicher. Sie hat Führerstandsbeleuchtung. Sie hat einen frei geräumten Führerstand. Leider kein Lokführer, aber gut. Und wie gesagt, das muss man erstmal hinkriegen, weil letztendlich an Platz hat man nur hier vorne den Motorraum. Und da wirklich alles reinzukriegen, das ist wirklich eine sehr große Hausnummer. Aber ich finde, Rocco hat es wirklich sehr gut gelöst. Außerdem haben wir auch vorne und hinten digitale Kupplungen. So viel erstmal vorweg. Fangen wir aber mit den nackten Fakten an. Wir haben hier eine Lok der Baureihe 333, um genau zu sein die 333-145-1 in der purpurroten Lackierung der Deutschen Bundesbahn. Es ist die Epoche 4.
Wir haben einen fünfpoligen Motor mit Schwungmasse. Wir haben eine angetriebene Achse. Diese Achse ist auch mit Haftreifen direkt versehen, um die Zugkraft zu erhöhen. Die andere Achse ist nicht angetrieben. Darüber wird dann der Strom abgenommen. Länge über Puffer haben wir 90 mm. Und wir haben hauseigene digitale Kupplungen von Rocco. Wir haben darüber hinaus, wie eben schon gesagt, einen freien Führerstand. Da kann man komplett durchgucken. Wir haben sehr viele wunderschön angesetzte Griffstangen, die freistehend sind. Wir haben durchbrochene Tritte hier unten an den Seiten. Hier oben auch die kleine Lüftung vom Motor ist wirklich schön frei durchbrochen. Wir haben 3-Punkt-Spitzenlicht vorne wie hinten. Wir haben ein einflammiges Rücklicht. Und wir haben die Möglichkeit, auch mit Führerstandslicht zu arbeiten, mit Rangierlicht vorne und hinten. Wir können es digital schalten, dass nur ein Licht unten an ist. Das ist auch eine Art von Rangierlicht. Also wirklich, es ist ein High-End-Produkt, muss man ganz so sagen. Mit dabei ist auch sehr viel Papierkram. Wir haben hier einmal den Hinweis für den Energiespeicher. Den Hinweis für den Energiespeicher, dass man die Lok erst einmal eine Weile auf dem Gleis stehen lassen muss, bevor der Energiespeicher sich aufgeladen hat. Können wir aber gleich mal ausprobieren, aufladen, dann hochnehmen und schauen, wie lang die Lok noch mit Strom versorgt ist. Dann haben wir hier den Sounddecoder. Wir haben hier einen Zimo Sounddecoder verbaut. Wir haben hier die allgemeine Bedienungsanleitung. Wir haben hier ein extra Blättchen, wo auch nochmal die ganzen Sounds drauf sind, speziell für den Sounddecoder. Und wir haben natürlich das allseits bekannte Ersatzteilblatt. Also wie gesagt, kleine Lok, ganz groß. Hier sind unheimlich viele Papiere mit bei. Aber ich denke mal, auf lange Sicht wird man die auch brauchen. Dann haben wir einen wirklich nicht allzu klein geratenen Zurüstbeutel. Was ist in dem Zurüstbeutel drin? In dem Zurüstbeutel sind Bremsschläuche drin, ist eine ganz normale Bügelkupplung, es ist ein Normschacht dabei, es sind Zughaken dabei. Wofür das Ganze? Wenn man sich jetzt entscheidet, ich möchte hier vorne keine Kupplung haben, kann man sich die Kupplung natürlich rausbauen. Man kann hier den Deichsel abbauen, man kann das komplett schließen, man kann sich die langen Bremsschläuche anhängen bzw. ersetzen. Den Zughaken kann man sich hier reinhängen, dann hat man den sogenannten Vitrinenmodus. Oder man sagt, ich möchte diese digitalen Kupplungen nicht haben, dann sind dabei ganz normale Bügelkupplungen. Allerdings muss man natürlich dann auch sagen, ich drehe die Lok hier mal, dann kann man es relativ gut sehen. So, hier vorne, diesen Schacht, den muss man erst einmal montieren. Der liegt hierbei, das ist eine kleine Schraube. Das heißt, die gesamte digitale Kupplung wird demontiert und dann durch einmal diesen kleinen Normschacht hier, den NEM-Schacht, der wird angeschraubt und in diesen NEM-Schacht wird dann die ganz normale Bügelkupplung eingehangen oder dann vielleicht auch irgendeine Rocco-Kurzkupplung oder was auch immer man für Kupplungen benutzt. Das Problem bei der Kupplung hier, es ist eine digitale Kupplung, die auch wunderschön funktioniert. Das habe ich gerade eben schon ausprobiert. Sie ist digital schaltbar, aber nur mit Bügelkupplungen. Das heißt, wenn man jetzt seine Güterzüge mit Kurzkupplungen fährt, sei es von Rocco, sei es von Fleischmann, wird das leider nicht funktionieren. Weil wir haben hier vorne, das kann man hier sehr schön sehen, einfach praktisch nur so ein offenes U, sage ich jetzt mal. Und hier in der Mitte ist ein kleiner Pin, der oben ist und da legt sich sozusagen der Bügel der Kupplung des Waggons drüber und wird dann damit gezogen oder geschoben. Wenn man digital entkuppeln will, drückt man auf seiner Zentrale oder auf seiner Multimaus oder mit was auch immer man fährt, eine Funktionstaste und dieser Bügel fährt nach unten und man kann mit der Lok vom Wagen wegfahren. So viel erst einmal zu dem kleinen Modell. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einmal die ganzen Sounds dieser Lok an, wir schauen uns Kuppelversuche an, wir schauen uns Rangiermanöver an und dann sehen wir uns gleich nochmal mit einem kurzen Schlusswort wieder.
Da wären wir angekommen am Schluss unseres Videos. Wie immer, wenn eurerseits noch Fragen offen sein sollten, gerne eine E-Mail an uns schicken oder hier auf YouTube die Kommentarfunktion nutzen.
Zu der Lok, wie gesagt, sei gesagt, dass es wirklich sehr viel Spaß macht, mit der Lok zu rangieren, auch mit den Kupplungen. Funktioniert es einwandfrei. Das Einzige, was man natürlich beachten muss bei den ganzen Kuppelmanövern und vor allen Dingen auch mit dieser Art von digitalen Kupplung, das Gleis muss wirklich schnurgerade sein. Hat man Unebenheiten oder hat man vielleicht kleine Rampen, die man halt dort eingebaut hat in seine Modellbahnanlage, kann es leider hier und da wirklich schnell dazu führen, dass die Loks halt, beziehungsweise die Waggons, den Kontakt zur Lok verlieren und dann sich leider entkuppeln während der Fahrt. Also da muss man wirklich drauf achten, dass die Anlage wirklich kerzengerade ist. Aber ich denke mal, das ist überschaubar, weil das ist wirklich ein sehr schönes Modell, was Rocco da auf die Beine gestellt hat. Das ist eine völlige Neukonstruktion und ich finde, dafür kann sich es echt sehen lassen. Wir sind am Ende angekommen. Die Kontaktdaten habt ihr. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.